Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley, meine Damen und Herren. Weiter geht's hier. Das wird eine kleinere Episode und oder eher gesagt eine Mini-Episode oder Mini-Folge. Nichtsdestotrotz, also ich werde den Part so ungefähr um die 10 Minuten halten. Einfach weil es jetzt 6:30 Uhr frühs morgens ist und ich eigentlich gleich pennen wollte. Dachte ich mir einfach, ja komm, eine kleine Episode kannst du machen. Dann machst du halt eine 10-Minuten-Folge, weil ich habe jetzt leider nichts im Voraus mehr und deswegen, ja, sonst würde ich wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, zeitlich dann, Stardew Valley aufzunehmen. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Ich wollte eigentlich morgen, ein Projekt zu Ende aufnehmen. Also da fehlen jetzt noch 2 Parts. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Und danach mal gucken, ja, also... Boah. Nichtsdestotrotz, das wird eine kürzere Episode, wie gesagt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wenn es trotzdem genießen und außerdem kommt das Spiel eh täglich. Also, guck mal, das sind über 300 Parts. Da jucken 2, 3, 4 Folgen, die 10 Minuten lang sind, auch nicht wirklich, oder? Müsst ihr selber zugeben. Okay, wir sollten... Ja, stimmt, wir skippen lieber. Ich sehe, hier hat sich auch nichts getan. Warum haben wir auch eigentlich an diesem Tag... Warum haben wir an diesem Tag aufgehört überhaupt? Wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich selbst nicht. Aber das müssen wir jetzt auch nicht wissen. Dann skippen wir halt jetzt bis zum 11. würde ich sagen. Also den Tag skippen wir auch noch. Und jetzt gehen wir raus. Ja, das Unkraut, das macht immer wieder ein bisschen Schaden. Ja, auf jeden Fall, morgen werde ich das Projekt dann zu Ende aufnehmen und ja, das könnte eigentlich dann auch schon langsam auf dem Kanal dann kommen. Das ist ein Kurzprojekt, also das hatte ich heute begonnen aufzunehmen. Ich hatte das eigentlich sogar schon fertig gehabt, aber ich habe dann leider feststellen müssen, dass ich mit dem Webcam-Mikrofon das Spiel halt komplett aufgenommen habe. Das heißt, ich muss das alles nochmal neu aufnehmen. Hab 2 Parts schon neu aufgenommen, kein Stress. Das hat halt nur 4 Parts, das Projekt, ja. Also, diesen Tipp gebe ich euch schon mal. Ist kein langes Projekt. Also, ich denke, es wird 4 Parts haben, weil ich auch beim bei der ersten Aufnahme nur 4 Parts gebraucht habe. Und ich denke, ich werde es dann genauso machen, wie ich es in der letzten Aufnahme gemacht habe. Nur, dass die Parts dann wahrscheinlich kürzer werden, weil ich das Spiel halt schon kenne. Naja, ist es so trotz. Freut euch auf das Spiel trotzdem, es ist auf jeden Fall was anderes. Und es lohnt sich auf jeden Fall eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also es hat auch zum zweiten Mal spielen, macht es eigentlich relativ Spaß und ist eh kein langes Projekt. Von dem her dachte ich, ja, kann ich auch direkt nochmal neu machen. An demselben Tag einfach. Es ist echt ein bisschen schade, dass ich es mit dem falschen... Fuck. Mit dem falschen Mikro aufgenommen habe. Aber was willst du großartig machen? Da kannst du nichts machen. Yeah, yeah, yeah. Da kannst du nicht viel machen. Alter, hier muss man wirklich aufpassen auf das Ding hier, ne? Nicht, dass hier was passiert. Nicht, dass wir hier aus Versehen Honig... Oder eher gesagt, was für Honig. Also, dass wir die Blume daraus pflücken. Da müsst ihr wirklich aufpassen, das ist ja hier uns, hier ist schon passiert. Sollte nicht nochmal passieren, hier ist schon mal nichts gewachsen, aber hier gibt es ja noch so Sachen, yeah. Und ja, ich denke, das wäre es auch mit dem Port dann gewesen. Großartig können wir jetzt auch nicht viel machen. Also ich glaube, das ist das Einzige, was wir in dem Port noch erreichen. Die Früchte von den Bäumen holen. Also großartig können wir jetzt auch nicht viel machen. Aber kein Stress, ich habe echt wirklich... Ja. Was heißt hier? Ja. Außerdem wollte ich eigentlich noch... Ich habe ja noch ein anderes Projekt, was ich auch noch aufnehmen möchte, bevor Remco halt kommt. Ich habe nämlich ein Spiel ausgeliehen von Remco. Und es wäre eigentlich am besten, wenn ich es schaffe, sogar bis zum Januar das fertig zu kriegen. Wenn ich es halt nicht kriege, fertig kriege.
dann muss ich ihn halt per Post schicken. Ist jetzt auch kein Stress, aber es wäre schon viel tausendmal besser, denke ich mal, wenn ich es schaffe, bis dahin das Spiel fertig zu kriegen. Und das, ich will auf jeden Fall daran setzen, es fertig zu kriegen. Aber es ist ein bisschen schwierig jetzt, wenn ich Stardew Valley noch ein bisschen aufnehmen muss. Deswegen hilft mir eigentlich so ein 10-11 Minuten Part, der mal wirklich mal auf die Sprünge. Weil, ja, dann... Ich muss auch mal ein bisschen voraus aufnehmen. Also wenn ich da kürzere Parts mache, dann hilft das mir auf jeden Fall halt einfach in Zukunft. Wie gesagt, zur Zeit halt, dass ich ein bisschen was im Voraus aufnehme, wenn Remco und so weiter kommen. Die kommen ja schon am 2. Januar. Und... Ja, dass ich auf jeden Fall... Ich denke, da werde ich dann schon viel, viel kürzere Parts einfach machen, damit ich dann voll viele habe. Und generell dann mich mehr auf erstmal auf das Spiel, was ich von Remco ausgeliehen habe, fertig bringe. Und halt auf das Kurzprojekt, was jetzt eh nur zwei Parts hat. Und sonst starte ich jetzt auch nichts mehr Neues. Also das heißt, ich werde jetzt eigentlich nur Stardew Valley und besagtes Spiel, was ich von Remco ausgeliehen habe, aufnehmen. Und mehr halt auch nicht. Ja, das sind halt einfach die Infos zur Zeit. Kann ich ja hier besprechen, weil es ja eh aktuell ist. Das wird ja auch es ist gerade der 21. Dezember. Ja, es wird wahrscheinlich am Morgen dann kommen. Boah. So, das können wir auch hier reintun. Ja, es ist jetzt relativ aktuell jetzt Stardew Valley, bis ich da auch meine Aufnahmesession mache, aber keine Ahnung, wann ich die machen kann, ja. Es ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Ich müsste halt erstmal mich darauf konzentrieren, dass ich einfach jetzt erstmal kurze Parts oder eher gesagt so 10 Minuten Parts oder 15 Minuten Parts, also relativ kurze Parts von diesem Spiel aufnehme und dann das besagte Spiel von Remco halt aufnehme, damit ich davon halt, oh, damit ich das so langsam beenden kann. Ich glaube, so lange dauert, dürfte es auch nicht mehr dauern. Also ich konzentriere mich auf jeden Fall, hab vollen Fokus auf das Spiel. Aber erstmal jetzt auf das Kurzprojekt, damit ich das erstmal zu Ende bringe und dann. Ja, danach auf das besagte Spiel. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Es war eine kürzere Episode. Ich glaube, das ist noch nicht mal 15 Minuten. Ich glaube, das sind noch nicht mal 10 Minuten. Ich glaube, der Part ist nicht mal 10 Minuten lang, ja. Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber wir können ja noch ein bisschen skippen. Vielleicht streckt das sich ein bisschen. Oder wir labern noch ein bisschen drumherum. Einen Tag schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Ich skippe jetzt diesen Tag. Bis zum 15. sollte ich skippen, genau. Das mache ich jetzt einfach direkt. Und dann können wir wieder rausgehen. Vielleicht... Kommt das dann auf die 10 Minuten? Ich muss ja noch nicht mal 10 Minuten Parts machen, aber... Naja, so unter 10 Minuten ist für mich halt einfach so kacke. Ich mache jetzt auch nicht mehr Werbung drauf. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache das nur wegen den 10 Minuten, damit ich mehr Werbung schalten kann. Auf keinen Fall. Aber es ist bei so einem Let's Play einfach scheiße, wenn ein Part dann unter 10 Minuten geht. Ja, das ist ja absolut scheiße. Das sieht einfach komplett kacke aus. Und ist einfach bescheuert. Und wieso habe ich den 15. schon angefangen? Okay, fuck. Na gut, dann machen wir bis zum 16. Wobei, machen wir nicht. Oder? Ich glaube, alles ist hier auch gewachsen, ne? Ne, machen wir auf keinen Fall, meine Damen und Herren. Es speichert sich auch nicht, wenn ich jetzt hier beenden gehe, dann lädt es vom 15. aus, also kein Stress. Wir sehen uns zum nächsten Part hier. Wieder, meine Damen und Herren, morgens nichts mehr. Tschüss. Okay, sinnloses Gelaber. Na gut, also einen Tag schaffen wir safe nicht mehr. Und ich wollte ja auch nur 10 Minuten machen. Da gucken wir hier einfach mal hier durch, was hier alles so gibt. Keine Ahnung. Erstellt von Consent Ape, veröffentlicht von Chuckle.
Was ist jetzt passiert? Es ist einfach, es hat sich was im Browser geöffnet. Portierung durch Sickhead Games, Lokalisierung durch Playism, Stardew Valley im Web, Consent Ape auf Twitter, Chucklefish Limited. Oh. Naja, jetzt sind es 10 Minuten und jetzt kann man doch ein bisschen froh sein. Und hier, wer es noch nicht wusste. Gut. Morgen ist nichts mehr.